Servus, liebe Imkerfreunde, willkommen zu einem neuen Video vom Bayerwaldimker. Wie im letzten Video versprochen, möchte ich euch heute zeigen, wie wir Eiweißfutterteig auf unsere Völker auflegen. Dazu befinde ich mich gerade auf dem Weg zu einem unserer Ablegerstände und ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei begleitet. Wieso wir unseren Völkern jetzt im Februar Eiweißfutterteig verabreichen, habe ich euch bereits in einem der vorherigen Videos aufgezeigt, welches ich euch hier und in der Videobeschreibung verlinke. Unsere Futterzargen eignen sich sowohl zur Flüssigfütterung als auch zur Fütterung von festem Futterteig. Dadurch benötigen wir für die Gabe des Eiweißfutterteigs weniger als 60 Sekunden pro Volk. Bei diesem Standbesuch werden keine weiteren Arbeiten am Volk vorgenommen. Wir legen jedem Volk pauschal ein halbes Kilo Eiweißfutterteig auf, unabhängig von dessen Stärke. Die Papierumhüllung des Eiweißfutterteigs wird mit dem Stockmeißel etwas angeritzt. Den Rest erledigen dann die Bienen. Der Futterteig wird nahe am Bienensitz auf die Oberträger der Rähmchen gelegt oder, wie in unserem Fall, in das speziell dafür vorgesehene Fach der Futterzarge. Wie wir unseren Eiweißfutterteig herstellen und welches Rezept wir dazu verwenden, habe ich euch in meinem letzten Video gezeigt. Den Link hierzu findet ihr hier und in der Videobeschreibung. Ob der Futterteig gut angenommen wird, lässt sich später auch gut bei der Fluglochbeobachtung feststellen.
Wird er gut gefressen, bringen unsere Bienen immer wieder kleine Papierschnipsel durch das Flugloch aus dem Volk. Bevor unsere Bienen überhaupt merken, wie ihnen geschieht, sind wir mit der Arbeit auch schon wieder fertig. Ich hoffe, euch hat unser heutiges Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert doch am besten gleich meinen Kanal. Welche Erfahrungen habt ihr mit Eiweißfutterteig? Würde mich interessieren. Schreibt es mir in die Kommentare. Bis bald, euer Bayerwald-Imker.